Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Hexit. Und der Jan ist jetzt irgendwo um mich rumgelaufen, aber ich weiß nicht wo. Hund, du kannst mal gehen. Mein Hund ist gerade hinter mir aufgetaucht. Wo bist denn du jetzt hin? Ich stehe auf dem Baum und gucke. Aha. Ich sehe, ach, da ist der Eisturm. Ja, okay. Ja, den können wir machen. Mal so ein bisschen hier. Dann wurde bei mir erst gerade geladen. Oh, und da hinten ist Dschungel. Das heißt, wir können mal Dschungelholz und Setzlinge mitnehmen und, Na? Ich höre schon wieder Spinnen. So. Ich habe schon wieder nur eine Pickaxe mit, die ist auf Glück verzaubert. Eigentlich total behindert, dass ich die als einzige dabei habe. Und es wird natürlich jetzt Nacht. In der Tat. Ja, aber der war meint, da drin gibt's Monster, ob Tag oder Nacht. Was ich mache? Ah, ne. Ich wollte hier gerade kurz überlegt, ob ich nicht... Weiß nicht, ich hätte jetzt doch lieber... So, der erste ist raus. Ich habe ja Blöcke, ich werde das wieder zusetzen. So. Ein Spawner ist zu. Bin unten. Ich gleich auch. Ja, ich mach zu viel Schaden. Hinter dir. Ja, nevermind. Mal kurz das Wasser hier zu. So. Huch. Alter. Dann, schaffst du's? Alter, wie viele da von oben runterfallen? Nee, das meinte ich damit. Dann klopft noch jemand auf deine Schulter. So. Was haben wir denn hier? Sand und Cobblestone würde ich mitnehmen. Den Rest. Keine Ahnung, ich hab's zwar jetzt hier drin. Ja, wir teilen das sowieso gleich nochmal auf. Es kommt ja auch dann alles daneben in noch eine Kiste. Okay, hier unten ist fertig. Interessant ist, dass der Boden aus Lehm ist. Ja, eigentlich für so... Oh, das wollte ich nicht. Ich hab getroffen. Ist natürlich auch mein Wassereimer jetzt nicht mehr dabei. Das ist natürlich richtig doof. Schnell zerstören. Achso, du machst da. Gut. Ich wäre jetzt nach oben durchgerusht, aber dann wenn da oben nicht der Penner wäre, ne? Nimm einfach mal alles mit. Guck ich mal, dass ich die nächste Ebene schon mal erreiche. So. Oh. Wie ich einfach dich immer fast schlage, weil die mich dann in dich reinschlagen. Okay, ich fall mal ein Stückchen raus. So. Jetzt habe ich dich trotzdem getroffen. Ernsthaft. Wie behindert. Was haben wir hier drin? Na, ein Eisenhelm, Schaufel. Ich nehme einfach mal mit. So. Wie viele Taten haben wir denn noch? Ja, genau, hinter uns ist ein fettes Skelett, aber ich hab's besiegt und hab... Oh, geil, cool. Freezerite Boots, Jan. Ja, gibst du mir nachher beim Aufteilen irgendwann... Creeper! Wo bin ich? Das ist gar nicht so schön gewesen. Oh, hi, Jan. Hauptsache die Treppe geht, ne? Schaffst du's? Du solltest... Ja, du hast doch das fette Schwert, ne? Du kannst damit blocken, ne? Und Schüsse schmeißen dich ja nicht zurück. Interessant. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht so viel mit dem großen Schwert bisher hantiert. Aua! Das heißt, gegen Skelette ist das eigentlich ganz interessant. Lol. Die scheiß Spinne hat mich rausgeschmissen. Dismissed. Ey, die unteren Ebenen sind schon komplett geflutet dank der Explosion mit dem Creeper. Eine Eisessenz, Enderperlen. Ich werde mal meinen ersten Rucksack mal vollpacken. Oh, ich will doch nur den Wasserfall hochspringen. Weißt du, da kommt so ein dämliches Skelett an und dann... So, okay, mein erster Rucksack ist so gut wie voll. Das ist schon mal gut. Rechts. Okay, ich bin schon mal hier oben am Machen, weil hier... Oh, eine fette Spinne. Es gibt nur eine Verzauberung, die ich auf den Viechern richtig hasse. Und das ist, wenn die dir dein Schwert wegnehmen. Halt annoying ist das. Na, warte, ich könnte versuchen, mit dem Enterhaken hochzukommen. Wie ich dich einfach höre. Da will er mich aber nicht hoch. Bis wie viel Level kann man eigentlich überhaupt tragen? Ich bin mittlerweile bei 45.
Ich weiß nicht. Aber es gibt kein Maximum. Oder sonst. 64? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wirklich keine Ahnung. Ich bin jetzt aber gleich oben. Oh, das ist eine Spinne im Gang. In der weißen Voraussicht, dass du alle Truhen gelootet hast, ne? Aua, 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 aua! Boah, nur eine Etage gefallen. Okay, da ist eine. Eine fette. Deswegen bin ich da. Da bin ich rausgefallen halt. Ding, hast. Alter! Nee, Spinne habe ich nicht, aber ich habe die Spawner. Aua. Und ich bin trotzdem runtergefallen. Hab sie. Fraserite Helm. Alter, was kriegen wir hier für ein Stuff, So, Truhe mache ich gerade. Gut. Okay, ich kann nicht alles nehmen. Warte, ich muss eben einmal ganz kurz. Ja, warte, ich nehme den Rest. Ja, hab. Aber du kannst trotzdem schon mal anfangen zu sagen. Alter, könnt ihr mal aufhören, hier durch die Decke zu fallen? Nee, ich mach schon mal das erste Backpack voll. Ja, das hatte ich auch gerade schon mal gemacht. Aua. Ernsthaft? Erstmal Wasser aus der Wand wieder wegfließen. Aber ich mach auch mal weiter voll, wenn du jetzt gerade sowieso am Hochlaufen bist. Aua, 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 aua. So, erstes Backpack bei mir komplett voll. Ja, bei mir auch. Ich hab halt. Ich hab keine Fackeln, ne? Ich vielleicht in dem Backpack. 5 Stück. Nein, jetzt habe ich den Rucksack. Ach, da im Inventar. So, einen Rucksack erstmal rausgenommen. Jetzt nehme ich mal den blauen raus. Ey! Kannst dich mal ein bisschen rosatieren, ne? Nee, komm, Zombie an, der schlägt dich vor allen Dingen auch genau in das Loch, was. Nicht. So. Pfeile habe ich. Hallo, Spinne, kannst du aufhören, über mir herzulaufen? Oh, ganz professionell, Jan, hat sein Handy nicht auf Stumm geschaltet. Oh, immer dieser Jan. Ja, echt, ich hätte es echt auf lautlos machen können. Ich hab's vergessen. Ich weiß auch nicht, ob meins auf lautlos ist. Ja, jetzt einfach weiter hier. Tower. Weiter. Oh. Okay. Abbauen. Okay. Oben ist auch nichts mehr. Der ist, glaube ich, mit dem Zeug runtergefallen. Ja, so. Gut, dann mache ich den kurz. Oh nein. Ich muss kurz was essen. Oh, er ist mit mir runtergefallen. Er hat dich aber gerade im Fokus. Deswegen mache ich den kurz. Vier Herzen. Ich brenne. Tot. Lebe. Aua. Komm runter. Das ist zu hoch. Obwohl, warte, hier sind Wasserfälle. Ich merke schon, aber ich muss mich noch durchbauen. Ja, komm, lass mich rausschwimmen. Wir haben immer so ein Wasserturm entsteht. Da ist ein Dorf, wir können mal zum Dorf hin. Warte eben noch, bis hier alles explodiert ist. Ich würde gerne das Lehm aufsammeln. Ah! Hallo? Creeper. Nothing to say. Ja, Lehm ist gut, das stimmt. Au. Was Schaden von mir kriegt. Also wenn es jetzt Eisenrüstung oder Eisenwerkzeug ist, kannst du ruhig jetzt auch schon nutzen. Das ist ja eigentlich relativ irrelevant. Alter, Ender Giant Sword. Komm. Look at my sword. My sword ist. Nee, das ging anders, ne? Golden Apples. Was haben wir hier noch? Crab. Lily Head of Fertility. Und Spawn Yellow Chocobo. Haben wir auch bekommen. Warst du bisher schon einmal durchgeschwommen? Ja, unten, aber nur eine Etage höher dürfte auf jeden Fall noch Stuff liegen. Ich schwimme einen noch hoch, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwie mit meinem Enterhaken an die Etage höher komme, wäre das schon ganz nice. Aber, okay, doch, ein bisschen habe ich ein Stack, aber nur. Boah, hi. Ja, egal. Dann gehen wir zum Dorf. Dorf ist welche Richtung, sagt es? Richtung Süden ist erstmal bei uns hier sind 2 Häuser gewesen, glaube ich gerade. Ich laufe jetzt mal mit dir, den Necklace Stuff brauchen wir jetzt ja nicht nutzen. Brauche ich jetzt nicht nutzen. War auf jeden Fall wegen was? Richtung Süden. Erstmal Richtung Süden. Oh, wir haben gleich eine freie Dingsebene. Ah, hier ist eine Falle.
Das Lustige ist... Ja, ich kenne die. Da ist Wasser drin in der Falle. Und da sind Dias. Ich habe eine Glücksspitzhacke, lass mich runter. Das ist gar keine richtige... Das ist nur so, das ist so eine halbe Falle. Die geht unten kaputt. Man muss nur aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ja, was viel lustiger ist, hier sind erstmal Dias noch in der Wand. Die nehme ich mit. Und hier ist Wasser. Das ist noch viel lustiger. Aua. Und es löst noch nicht mal aus, deswegen. Es geht aber auch richtig weit runter. Da will ich aber einmal kurz reinluchsen. Wie weit es da runter geht. Warte, ich muss einmal kurz an... Okay, das reicht mir schon. Ich wollte etwas ausprobieren, aber es hat nicht funktioniert. Hätte gehofft, wenn ich mit einem Enterhaken falle, kann ich während dem Fallen setzen. Noch oben. Aber wenn während dem Fallen der Enterhaken quasi blockiert wird, dann geht das nicht. Ah, okay. Ganz wichtig vielleicht zu wissen. Gut, so. Okay, wo war das? Ja, Süden. So Richtung Süden, ja, ist das. Ja, ich sehe es auf der Karte. Und Richtung Westen auf der Karte sehen wir noch was anderes. Also Richtung Nordwesten dann schon wieder. Aber erstmal gucken wir uns das Dorf jetzt hier an. Das ist schick. Gibt's vor allen Dingen immer schöne Bücherregale. Ja, wir könnten einmal kurz da vorne Dings an angucken, ja, den Tropenwald, weißt du? Dass wir da. Oh. Ist ja interessant hier. Zack. Oh, eine Schmiede. Ja, ich guck mal hinten in die Schmiede rein. Oh, eine Nekromantenseite. Ich werde sie gleich anwenden. Also kannst du auch einsammeln, wenn du magst. Ja, ich habe gerade viel Platz noch. Ne? Ja, ich mache gerade hier halt komplett Platz bei mir. Was alles? Ja, was die kann, würde ich mal gern wissen. Okay. Einbruch. Diebstahl! Tötet ihn! Hier ist ein blauer Pilz. Den will ich haben. Buchdiebstahl nennt man so. Da kommt an. Hier sind auch noch Bücher. Was möchte. Written Book gegen Edmund Road. Dim, 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 dim. Ach, Alter, hier ist freie Eisfläche bei uns. Zwei Sachen würde ich gerne machen. Einmal zum. Ich flieg mal kurz zum Dschungel und tue uns Setzlinge. Brauchst du denn. Bau Bücher ab. So. Hier habe ich mich gerade auch noch eine Kakaobohne gesehen. Die will ich auch noch mitnehmen. Ja, genau, an diesem Baum. Jetzt bräuchte ich nur eine Axt. Wow, ich baue mir jetzt wirklich eine Holzaxt. Das ist schon ein bisschen peinlich. Wobei, baue ich mir das? Oder habe ich Cobblestone einen? Ich kann mir immerhin eine Steinaxt bauen. Immerhin. Zack. Tauscht ihr so? Oh, 6 Emeralds gegen einen Sattel. Das ist gar nicht so schlecht. Falls man keine findet. So, ich habe jetzt, genau, Jungle Sapling. Das ist schon mal cool. Und Kakaobohnen. Das heißt, wir haben jetzt für den Jungle eigentlich auch. Melonen haben wir, habe ich sowieso schon. Oh, einer der Villager tauscht 30 Smaragde gegen eine Nekromantenseite. Hm, das ist wirklich interessant. Kann man wirklich gebrauchen, vor allen Dingen. Das war nur ein normaler Baum. Gut, einmal kurz. Da ist ein Holz, was ich vielleicht noch nicht kenne. Hier sind überall Polarbären. Ja, ich hab... Oh, ich hab ein Holzart, die wir noch nicht haben. Oh, da ist noch ein Baum davon, den ich komplett abholzen kann. So, perfekt. Droppst du irgendwas Feines? Ja, Jan, ich hab, Amaranthwood gefunden. Lilanes Holz. Boah, nice. Ich glaube, dieser Coin, den ich habe, der macht den gleichen Effekt wie deine Rüstung. Wie die Dingsrüstung. Dieses Aufsammeln. Mhm. Nur halt auf Befehl, also wenn du Rechtsklick damit machst. Ich habe die jetzt Dauer an. Ich kann die ausschalten, glaube ich. Ist eigentlich ganz cool. Ist wirklich, wirklich gut. Dann auf jeden Fall besser als die Rüstung. Weil die Rüstung hat keinen maximalen Rüstungswert. Das heißt, die werde ich jetzt mal schön mitnehmen, wenn ich irgendwo hingehe. Hier ist so ein Baumhaus. Alter, Jan, wir gehen nach Süden. Ich habe eine Festung gefunden. Eine Wüstenfestung. Ich hab hier ein Baumhaus. Okay, dann nehmen wir das zuerst. Wo bist du? Bist du noch an der... Nee, minus 620, 850.
Das ist im Eisgebiet, die westliche Küste. Minus 620? Ja, 640 und 800. Alter, bist du weit, ey. Oh, hier ist eine Falle drin. Hi, ja, ich weiß. Da oben ist Lava. Wir lösen die Falle jetzt nicht aus. Nee, das wird das Baumhaus kaputt machen. Nee, das habe ich mich schon mit einem Baumhaus gemacht. Ich glaube... Oh, ich baue es mal nicht mit der Axt ab. Ich weiß aber nicht mehr... Irgendwie... Ah, so genau, diese Lava da. Die können wir zubauen. Aber ich habe nur Holz bei. Warte, ich tausche mal eben drum. Dann habe ich jetzt halt Stein. So. So, jetzt dürfte sie nicht mehr funktionieren. Jetzt können wir die Kiste aufmachen. Ja, dafür müssen wir da sowieso... Ja, ja. Abbauen, Fackel hinsetzen, hätte ich jetzt gesagt. Achso, ja, aber Fackel auf die Truhe. Aber wie böse das ist, ne? Dass da diese Beleuchtung dann quasi... Du hast meine Fackel aufgesammelt. Da ist nur Bullshit drin. Ja gut. Du wolltest irgendwo hin? Ja genau, wir laufen jetzt... ich laufe dann wieder zusammen mit dir. Wieder warte, ich räume eben noch kurz ein bisschen Stuff ein. Ja, das kann ich auch mal machen. Ich habe jetzt auch sicherheitshalber einfach mal Dings da mitgenommen. Dings da, genau. Weißt du, ich habe halt eine neue Holzart. Das ist schon mal, war auf jeden Fall schon mal lohnenswert. Ich habe eine... nicht Nekromantenteil, die habe ich ja auch dabei, aber was ich mitgenommen habe, war eine Werkbank. Eine Fresse, Wortfindungsstörung vom Feinsten. Also wir müssen jetzt halt erstmal Richtung Süden. Relativ lange. Ja, so. Dim. Alter, hier ist ja gefühlt nichts. Wie die Texturen bei mir teilweise nicht laden von den Bären, dass nachgeladen werden müssen. Oh, das ist ein Rift-Eingang. Oh ja, das ist... ich habe auch schon ein, zwei noch gesehen insgesamt. Warte, ich gehe mal einmal kurz durch, damit der Durchgang gefestigt wird, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Oh ne, gut. Nee, der Durchgang wird ja erst dann... Gut, oh, das ist sogar noch Mammuts. Alter, ich habe noch den Sound aus dem Rift. Mammuts? Oh, das ist das erste Mal, Pinguin, guck mal, ein Pinguin. Ja, Pinguins habe ich schon gesehen. Aber das ist das erste Mal, dass ich einen Mammut sehe. Hallo, Jelana. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mammut sehe. Warte, muss ich mir eben kurz... Alter. Erinnert mich so ein bisschen an Cube World, das Verhältnis. So, weiter. Jetzt nach links. Siehst du auf der Karte, glaube ich. Jetzt dürftest du es sehen, langsam. Ah, das blaue etwas. Ich sehe eine Giraffe. Was ist denn hier los? Giraffe? Das ja, ist eine Mann. Giraffe? Das sind zwei? What the fuck, einfach nur. Wie geil ist das denn, eine Giraffe? Okay, ich kenne offensichtlich nicht mal die Hälfte von Hexe. Scheint so. Ist das ein Birkenholz? Oh, hier sind... Oh, Alter. Das sieht so aus, als will ich mich darin niederlassen. Das Ding da? Ja, ich kenne das. Das ist aber hier auch nur Birkenholz, oder? Ich probier's mal aus. Ich glaube, da möchte ich... Alter, da sind überall Spawner drumherum gebaut. Ja, das sind... Goblin. Was habe ich denn hier für ein Holz gefunden? Ein Holz, das ich nicht erwarte. Aber die Spawner leuchten nicht. Das ist normal. Alter, ich kann das... warte mal. Es hängt gerade vielleicht? Der Server vielleicht gerade ein bisschen sehr ausgeleuchtet? Oh, cool. Das Holz kommt wieder hin. So. Alter. Es ist gerade auch... Ich mach mal kurz... Folgenpause und boah, wie viele Sachen hier sind. Wir haben hier richtig viele Sachen. Da ist ein Villager-Dorf, ein Turm, eine Festung, eine Wüstenfestung. Es sind gerade ganz Wüstenfestung. Viele Leute gespawnt. Ja, Goblins, glaube ich, ne? Franks, guck mal auf der Karte. Da ist das viereckige Ding, da ist ein rundes Ding, da ist ein Turm, da ist ein Villager-Dorf und da ist eine Festung. Alter, guck, nur auf der Karte jetzt guckst, was hier ist auf dieser Ebene, ne? Das ist echt voll krass, ey. Ich glaube, wir müssen uns beide hier hinsetzen. Und ich hab Akazien-Lock. Aber also ich glaube, Leute, für meine Zuschauer, das da wird mein neues Zuhause. Und wenn ich Tag und Nacht dran arbeiten muss. So eins habe ich auch schon mal gesehen. Ist das sogar näher hier. Okay, auf jeden Fall bei mir in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.